das Google Pixel 6 geholt und ich muss sagen, ich bin eigentlich ziemlich angetan von dem Gerät. So kleine Dinge stören mich natürlich. So, erstmal fangen wir an mit dem Display, würde ich sagen. Das Display hat 6,4 Zoll, ist meiner Meinung nach, ich habe so nicht die kleinsten Hände, ich finde es aber riesengroß. Ich zeige euch mal was. Das sind 6,4 Zoll und das ist ein iPhone 12 Mini mit 5,4 Zoll. Gut, kann man sich vorstellen, was man schöner findet. Ich sag mal so, für alle Inhalte, was Medien und YouTube und alles angeht, ist es auf alle Fälle schöner, so ein großes Display zu haben, aber man wirkt halt, oder es ist halt dadurch ja schon ein bisschen unhandlicher. 6,4 Zoll ist es groß, was in die 800 Nits, also komplett ausreichend hell, selbst bei jeder Wetterlage, ob Sonnenschein, Regen oder Schnee. Und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Gut, 90 Hertz hat es noch, was für die meisten Technik-Nerds super wichtig ist. Ich sag mal so, ich habe es aktiviert, weil es standardmäßig aktiviert ist. Und Smooth Display, ja, man merkt, das läuft dann anders, aber prinzipiell würde ich sagen, wer hat's, der hat's. Und wer es nicht hat, der wird es nicht vermissen. So viel kann ich dazu sagen. Dann zum Thema Akku, der ist jetzt ziemlich groß geworden, 4600 mAh und so weiter. Ich sag mal so, ich komme ohne Probleme, die Nutzung wurde ein bisschen geändert, ich komme ohne Probleme einen Tag hin. Im Gegenteil, würde ich mich zusammenreißen, würde ich bestimmt auch zwei Tage schaffen. Als Beispiel, gestern 14 Uhr 100% gehabt, jetzt haben wir es 14.21 Uhr und ich habe noch 37%, also hätte es ohne Probleme geschafft. Keine Ahnung, warum mir Google die ganze Zeit im Hintergrund läuft. An was das nur denken wird, liegen wird. Ja, dann die ganzen Dinge zum Thema Akku. Warte, wo habe ich es hier? Das adaptive Laden habe ich natürlich an, das an den Wecker gekoppelt ist. Ich persönlich mache nie einen Wecker an, weil ich immer mich von der Uhr wecken lasse. Und in der Legende Akku soll helfen, habe noch nie davon was gemerkt, also wird es bestimmt auch helfen. Das waren so meine Dinge dazu. Dann zum Thema Kamera, das eigentlich das Schönste ist. Wir haben jetzt, wir reden ja vom normalen 6er, das hat zwei Kameras und jeweils mit vielen Megapixel. Ja, ich sag mal so, es ist auf alle Fälle schöner und besser geworden. Mein letztes Pixel, was ich hatte, war das 4er, aber den wirklichen Megasprung merke ich nicht. Im Gegenteil, die Performance, ich kann es euch mal zeigen, die macht mich wahnsinnig. Wenn ich jetzt angenommen Video mache, will rüberwischen, mache ein Video, nehme auf, gehe raus, seht ihr, das stockt immer wie die Sau. Jetzt geht's mal. Porträt. Hallo. Jetzt läuft's. Stockt. Und das ist eigentlich, was mich zu Tode nervt. Die ganzen Modi, ja, die sind auf alle Fälle cool. Zeitraffer, Zeitlupe, alles was man will, bekommt man hier. Porträt, Bewegung, Langzeitbelichtung ist eine Beta. Das Actionfoto habe ich noch nicht so richtig verstanden. Langzeitbelichtung, keine Ahnung. Und Nachtsicht, ja, es dauert ein Stück, aber die Fotos sehen halt sehr künstlich aufgehellt aus. Aber trotzdem cool. Und Modi, ja, Panorama, 360 Grad, Google Lens. Wird jeder kennen, der es nicht kennt, soll einfach mal googeln. Dann war das gewesen, Lautsprecher, muss ich sagen, sind ausreichend laut, könnte lauter sein, aber mir persönlich reicht zu, weil ich eh meistens, wenn ich Musik höre, dann über Kopfhörer und für den Rest sind die Lautsprecher absolut ausreichend und tadellos super gut. Performance kann ich halt auch nichts wirklich groß dazu sagen,
ich sag mal so, es läuft alles super flüssig, wirklich ohne Probleme. Und was halt, ja, ein bisschen störend ist, ist immer nur die Kamera. Ich habe manchmal kleine Bugs gehabt, wie zum Beispiel, wenn man entsperrt, ist hier in, ja, so ein Symbol meistens, ist es hängen geblieben. Das war manchmal, das muss ich mal kurz, jetzt habe ich gelöscht. Okay, gut. Ja, das machen wir jetzt drin. Und was eigentlich den meisten aufgeregt hat, war der Fingerabdrucksensor. Bei mir funktioniert er so ziemlich gut. Ich habe aber auch viele Finger eingespeichert und ja, manchmal habe ich auch schon den Code eingeben müssen. Richtig 100% das auszuschließen, dass es immer funktioniert, habe ich noch nicht hinbekommen. Aber muss ich mal schauen. Auf alle Fälle kommt demnächst noch ein Update, wo es auf alle Fälle behoben wird. Und dann, glaube ich, ist die Sache Geschichte. Aber prinzipiell, ich habe noch nie einen Fingerabdrucksensor im Display gehabt. Ich finde, er ist ausreichend schnell und ich persönlich finde es schöner als wie auf dem Rücken, weil da muss man immer den suchen und alles. Dann zum Thema nochmal personalisieren. Was ich ja persönlich mittlerweile richtig super finde, wo habe ich es? Unter Display, Nachtlicht. Man kann das Nachtlicht zeitenmäßig aktualisieren, von wann bis wann das gehen soll. Finde ich sehr gut. Dunkles Design kann man auch, früher glaube ich war das nur, man konnte keine Beginn und Ende einspeichern, was sehr nervend war. Und beim Thema Bedienungshilfen, glaube ich, egal, irgendwo war es, kann man auch noch mal viel drin ändern. Genau hier habe ich die Dinger. Was ich sehr gut finde, durch Stimme auf den Display aktivieren. Das heißt, das Handy liegt irgendwo rum, man tippt kurz drauf und dann geht's an. Finde ich persönlich immer eine mega coole Sache, weil ja, es halt einfach angenehmer ist, als manchmal mit doppelt drauf tippen. Das hätte bei den vorgehenden Pixeln, das hätte mal unzuverlässig funktioniert. Genau, mehr habe ich eigentlich nicht dazu zu sagen. Der Akku hält, wie gesagt, ich nenne jetzt mal alle anderen, die 7, 8 Stunden Display on Time brauchen, sind von meiner Meinung nach komplett geistesgestört und sollen sich andere Hobbys suchen, als den ganzen Tag auf diesen Pimmel-Handy drauf rumzudrücken. Kamera ist nach wie vor absolut on top. Gesprächsqualität beim Telefonieren auch wunderbar. Display ist 100% super ausreichend wunderbar. Und mehr muss eigentlich ein Handy nicht können. Und das Google Pixel macht meiner Meinung nach vieles richtig, ich würde fast sagen, alles. Und von daher würde ich sagen, ich würde dem Gerät viele Punkte geben. Na, mal 9 von 10. Ein Punkt Abzug wegen der Größe, weil die persönlich mich stört, weil mir sind im 6,4 Zoll sind wir halt wirklich leider zu groß. Ich habe halt lieber kleines bisschen Handtaschengeräte und wenn man das so sieht, das ist halt brutal, wie viel das größer ist. Natürlich wirkt es erstmal besser und wertiger und alles, aber mir persönlich ist es halt leider zu groß. Und Google könnte mal ein paar coole neue Widgets anbieten, weil die sind irgendwie ziemlich schwach. Da würde ich sagen, bis später.